Ja, meine Damen und Herren, grüße Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung. Ich hoffe, dass ich das richtig abgelesen kriege. Wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Ehrenamt im Spannungsfeld zwischen politischer Steuerung und selbstbestimmtem Handeln. Wir haben hier Leute aus ganz verschiedenen Bereichen heute zusammenbekommen. Leute aus dem Umfeld der AWO, aus dem Umfeld des Deutschen Vereins, des Paritäters und einfach aus Berlin und ein paar auch aus der Bundesregierung. Und da bin ich mal sehr gespannt, was da heute rauskommt. Und zu Beginn der Veranstaltung freue ich mich sehr, Herrn Professor Rosenbrock begrüßen zu können, den neuen Vorsitzenden des Paritätischen. Ich bin, Herr Wagner, als gesagt, seit einem guten Monat Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbandes und der Bezugspunkt meiner bisherigen Arbeit sind immer die fördernden und hemmenden Bedingungen der Gesundheit der Bevölkerung. Das bestimmt auch meinen Blick auf das Thema dieser Veranstaltung, bedeutet aber aus meiner Sicht keine Einengung. Denn in den modernen Gesundheitswissenschaften ist der Wert der Selbsthilfe und der Selbstgestaltung als Weg zu individueller und gesellschaftlicher Teilhabe, ist Teilhabe selbst als zentrales gesundheitspolitisches Ziel ganz unumstritten. Denn wir wissen, dass gegenseitige Selbsthilfe und aktive Bewältigung der Probleme des Lebens zu einem höheren Selbstwertgefühl, zu einer höheren Selbstwirksamkeit und zur Verankerung in sozialen Netzen, die auf Gegenseitigkeit beruhen, führt. Selbstwirksamkeit, Selbstwertgefühl und Verankerung in sozialen Netzen sind aber ganz zentrale Ressourcen auch für ein längeres Leben mit mehr Gesundheit. Und in einer Gesellschaft, in der die ökonomisch und sozial bestimmte Schere zwischen oben und unten immer weiter auseinandergeht, werden diese Ressourcen, speziell bei denen, die sie am dringendsten brauchen, immer knapper. Klar ist auch, dass der Staat zwar Teilhabemöglichkeiten bereitstellen kann und dies in sicherlich oft noch viel zu geringem Umfang auch tut. Klar ist aber andererseits auch, dass die Nutzung dieser Möglichkeiten durch die meist sozial und gesundheitlich benachteiligten Zielgruppen unserer Arbeit von Voraussetzungen abhängt, die weder Staat noch Markt schaffen können. Hier ist der Platz des bürgerschaftlichen Engagements, hier ist der Platz des dritten Sektors. Wir produzieren also mit unserer Arbeit einerseits Ressourcen und Chancen, die einerseits für eine positive Entwicklung unserer Gesellschaft unverzichtbar sind, die aber weder vom Markt noch vom Staat kommen können, die aber andererseits mangels anderer Quellen auf öffentliche Förderung und das heißt auf staatliches Geld angewiesen sind. Wer Geld gibt, glaubt sich im Recht, wenn er bestimmt, was damit geschieht. Und er will solche Bestimmungen so formulieren bzw. gestalten, dass es seine Interessen nutzt. Staatliche Stellen, von der Kommune rauf bis zur EU, verbinden aber mit der Unterstützung auch andere, meist kurzfristigere Interessen als den Fortschritt der Zivilisation oder die Mehrung von Gesundheitschancen oder die Mehrung von Teilhabe. Sie wollen zum Beispiel wiedergewählt werden, wollen eine gute Presse, wollen die Konjunktur beleben und so weiter. Und dazu bedienen sich gerne auch der zumindest symbolischen Förderung des bürgerschaftlichen Engagements. Und zudem stehen unsere Anliegen bei insgesamt stets knappen Mitteln stets in Konkurrenz zu anderen Verwendungen. Das hat zwei ungute Konsequenzen für unsere Arbeit. Zum einen führt es zu dem, was wir im Gesundheitsbereich Projektitis nennen. Das heißt, dass immer nur kurzfristige und projektförmige die Aufgaben definiert werden, aber das sind solche Aufgaben, die im Grunde kontinuierlich und dauerhaft geleistet werden müssen. Und das führt dann auch dazu, dass die Finanzierung von Aktivitäten, deren Ertrag erst in längerer Frist zu erwarten ist, immer nur auf kurze Sicht gewährleistet ist und dass eine Menge wichtiger kreativer Energie darauf zu verwenden ist, für die Fortsetzung dieser Arbeit immer wieder neue, jeweils den politischen Tagesprogrammen angepasste Vorschläge und Anträge zu erfinden und zu formulieren. Zum anderen führt die Konstellation aber auch zu Einmischungen in die Fragen der inhaltlichen Gestaltung von Programmen und Projekten, und zwar der Gestalt, die mehr den politischen Profilierungsbedürfnissen der Finanziers entstammen, als der Sachkunde und der Feldkunde derer, die die meist ehrenamtliche Arbeit tun, die also hier im Saal versammelt sind. Das sind neben der chronischen Unterfinanzierung die Probleme, die die tägliche Arbeit der vielen tausend Sozialprojekte und Selbsthilfeinitiativen erschweren. Und es ist aus meiner Sicht hohe Zeit, dass sich unsere Verbände dieser Problematik zuwenden und sie zunächst einmal, vielleicht auch einmal mehr, öffentlich machen. Der erste Schritt wird deshalb sein, in Erfahrungsberichten und Analysen herauszuarbeiten, wie sich die Lage in unterschiedlichen Sektoren des Ehrenamtes darstellt
um damit erste Aufschlüsse über die Größe des Problems zu erhalten und um mehr oder weniger produktive Umgangsformen und Strategien im Umgang mit diesen Restriktionen zu identifizieren. Dabei wird neben dieser Tagung auch der Dialog im Netz unter www.engagiert-in-deutschland.de nützlich sein. Und ich möchte alle ermuntern, sich daran auch nach dieser Tagung eifrig zu beteiligen. Zum anderen wird es aber auch nötig sein, konkrete Forderungen zu erarbeiten und der Öffentlichkeit zu vermitteln. Dabei dürfen wir und brauchen auch nicht als die ewigen Bittsteller aufzutreten, die einfach mehr Geld und mehr Freiraum für ihre Arbeit wollen, sondern wir treten als Fachleute auf, die wissen, was geht und was nicht geht, die besser als die allermeisten Zuwendungsgeber sagen können, unter welchen organisatorischen, zeitlichen und finanziellen Bedingungen sich der allseits gewünschte Ertrag unserer allseits gewünschten ehrenamtlichen Arbeit auch tatsächlich einstellt. Dabei kann es natürlich nicht darum gehen, vollständige Autonomie und einfach mehr Geld für unsere Arbeit zu fördern. Das wäre aussichtslos und auch falsch. Schließlich ist die Verwendung öffentlicher Mittel mit guten Gründen rechenschaftspflichtig. Aber wir müssen klar machen, welche Formen der Programmsteuerung, der Aufgabendefinition, der Laufdauer, der Förderung und der Qualitätssicherung unsere Arbeit besser machen und welche sie behindern. Auch dafür sind Tagungen wie die heutige unverzichtbar. Sie sind notwendig, damit wir lernen, unsere Arbeit besser zu machen. Und sie sind notwendig als Voraussetzung gezielter und fachkundiger Lobby. Und zwar auf allen Ebenen, auf denen über die Bedingungen ehrenamtlichen Engagements entschieden wird. Der Paritätische und sicher auch die anderen Veranstalter dieser Fachtagung hoffen deshalb auf angeregte und ertragreiche Diskussionen und konkrete Vorschläge, wie auch die Dach- und Gesamtverbände ihren politischen Einfluss für eine Verringerung der hier angesprochenen Probleme geltend machen können. In diesem Sinne, wohl auf, ich wünsche eine erfrischende Tagung.